In Twisted Metal geht es um Autos, Autos und Waffen. Das ist einer der ersten Sätze, die man in der Serie von Anthony Mackie hört, dem Hauptcharakter in der neuen Serie von Amazon Prime. Twisted Metal ist mal wieder ein wirklich cool gewordener Versuch, eine Spielereihe in Live-Action-Form auf die Leinwand zu bringen, beziehungsweise als Serie umzusetzen. Und da hat er unter anderem Amazon Prime mit Fallout, wo ich auch schon mal ein Video zu gemacht hatte, wirklich irgendwie im Moment viel Erfolg damit. Denn ähnlich wie Fallout spielt diese Welt auch in einer postapokalyptischen Action-Comedy. Wobei es natürlich ein anderes Setting wie Fallout hat, das ist ja ganz klar nicht in den 50s, sondern eher so in unserer Zeit, würde ich sogar fast behaupten. Wie gesagt, es ist ein Mix aus Action und Comedy, was dem Ganzen so einen leichten Touch gibt von derbem Humor und ganz lustigen Action-Szenen, die eigentlich teilweise auch richtig brutal sind. Und alles hat im Großen und Ganzen so ein Metal, wie schon im Namen steht, so ein Metal-Vibe, irgendwie so ein bisschen rougher und härter und so. Was ich aber persönlich mega cool finde. Jetzt kommen wir aber zur Story. Denn in einer postapokalyptischen Welt nach einem großen angelegten Cyberangriff sind die Städte zu ummauerten Festungen geworden. Also da hast du die Städte, die sind total ummauert und außenrum ist alles wie so ein Wasteland, wo halt diese ganzen Kriminellen rausgeschmissen wurden und draußen praktisch wie so ein Kampf ums Überleben gilt. Und unser Hauptcharakter, gespielt von Anthony Mackie, ist eine Art Milchhändler, beziehungsweise gibt es da so Händler, die fahren von Stadt zu Stadt, um Sachen umherzubringen, da die ja auch handeln. Und Anthony Mackie ist so einer namens John Doe. Dieser bringt besonders am Anfang ganz viele Waren von Milch, beziehungsweise auch Hundefutter irgendwie am Anfang zu verschiedenen Städten. Die Städte sagen dann, ja, wir haben einen neuen Auftrag für dich, da fährt er wieder zur anderen Stadt und so. Und das ist eigentlich so grob das Prinzip der Serie. In Amerika gab es die Serie schon etwas länger, aber hier in Deutschland ist sie jetzt auch nun ausgestrahlt worden. In Amerika bei Peacock und hierzulande bei Amazon Prime. Und es hatte angeblich ein Geschäftsbudget von so 45 Millionen US-Dollar. Das Ganze basiert ja auf der Spielereihe für PlayStation, was man wahrscheinlich auch im Hintergrund sieht, so ein Gameplay. Es ist relativ lustig, da spielt man anscheinend online, im Online-Modus und muss halt durch Waffenaufwertungen und so andere Gegner ausschalten und halt kämpfen, wie so ein bisschen Battleground. Es erinnert mich so ein bisschen an Mad Max vom Style her, nur halt wirklich in einer moderneren Welt ohne diesen ganzen Sand und so. Dann kommen wir jetzt doch mal zu den Charakteren. Der Hauptcharakter ist Anthony Mackie, der spielt John Doe. Er macht das wirklich richtig gut. Ich bin ja sowieso ein Fan von dem, seitdem ich ihn in Avengers Age of Ultron gesehen habe. Und daraufhin halt im ganzen MCU als Falcon, beziehungsweise inzwischen Captain America, der Neue. Er ist einfach ein sympathischer Typ und ist voll cool drauf. Man hat auch gemerkt, dass er jetzt Spaß hat an der ganzen Sache. Weil da geht er auch voll mit einem lockeren Ding dran. Und der spielt das einfach locker runter, das ist total lustig irgendwie. Dann noch eine Schauspielerin, die ich hier mit einbringen will, ist Stephanie Beatriz. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber auf jeden Fall spielt die Quiet. Das ist so eine, wie schon der Name sagt, jetzt kannst du sie eigentlich so eine ruhige Frau, die kommt anscheinend aus so einer Stadt, wo man nichts redet oder so, wo alle relativ ruhig sind. Auf jeden Fall mega cooles Schauspiel. Die hat auch am Anfang so einen Bruder gehabt. Und jetzt will ich auch nochmal einen Punkt anbringen, denn drittens, so Design und Ausstattung, denn man hatte ganz viele verschiedene Fahrzeuge, wo teilweise Waffen dran geschmiedet sind, wo verschiedene Sachen rausgucken, wo was drauf ist, was drunter ist, wie auch immer. Und da ist natürlich viel CGI und viel Handhabung, beziehungsweise auch so unter anderem auch selber gebaut sind die ganzen Sachen, würde ich mal behaupten. Und die Kostüme sind auch mega, mega cool. Man hat zum Beispiel diesen einen Charakter mit dem Clown und der Clownsmütze, der so ein bisschen aussieht wie ein Wrestler bzw. Boxer, der so richtig breit ist und halt so eine Clownsmaske auf hat. Was mega funny ist, geht halt wirklich in diese Metal-Schiene, würde ich behaupten. Und man merkt, woher das bitte Inspiration hat. Der Charakter existiert ja anscheinend schon länger in den Spielen und so. Und da strahlt halt wirklich direkt dieses typische Twisted Metal, was man schon allein am Namen hört, aus. Passt mega in diese Welt rein und ist super interessant. Der Charakter John Doe ist eher simpel gehalten, hat halt so meistens irgendwelche Westen an und T-Shirts, beziehungsweise so normale Klamotten einfach, was auch mega passt zu dem. Und die ganzen Autos, es gibt zum Beispiel das Auto von John Doe direkt, das ist dieses Orangene, was man glaube ich sogar im Gameplay hier gerade im Hintergrund sieht. Das ist auch mega, mega cool gemacht. Man sieht vorne, sind so Waffen dran gemacht, links und rechts, die können auch schießen, allgemein können die ganzen Autos schießen, die haben alle so Waffen und irgendwie. Und allgemein dieses orangene Auto ist mega cool. Ich weiß gar nicht, was das für ein Auto ist, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Und daraufhin gibt es dann noch so einen Ice Cream Truck oder so einen Truck halt irgendwie. Das gehört diesem Clowns-Typen.
Das sehe ich ja gerade, das ist so, da ist doch so ein Clownskopf, so ein Ballon oben drauf und damit fährt er herum. Ich war gerade bei der Szene, wo er auf die zwei durchfährt am Ende von der ersten Folge und ich bin mega gespannt, was da noch weiterhin kommt in den nächsten Folgen und hoffentlich wird es dann auch zu einer zweiten Staffel kommen. Mein Schlussfazit zur ersten Folge, die ich bisher geschaut hatte, sie macht mega Spaß und ich kann es allgemein jedem nur empfehlen, diese neueren Serien abzuchecken, die jetzt bei Amazon Prime sind, jetzt in unserem Fall in Deutschland, weil besonders so Fallout und jetzt das gefällt mir mega. Ich meine, die Schauspieler in beiden Serien geben sich mega Mühe. Man merkt, alle hatten wirklich mega Spaß gehabt an diesem Projekt auch. Es wurde mega gut umgesetzt und hat sich anscheinend auch von diesem Spiel inspirieren lassen und ist nicht zu weit abgedriftet und hält sich, soweit ich weiß, jetzt an die Regeln. Und ich meine, das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sich die Adaptionen doch irgendwie am Spiel orientieren, aber jetzt nicht zu krasses 1 zu 1 adaptieren. Also ich freue mich auf definitiv auf mehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren und einen Kommentar schreiben, wie ihr die Serie fandet.